Haben wir das auch wieder geschafft. Und jetzt fangen wir mal wieder. Machen wir mal wieder mit dem richtigen Level weiter. Wir waren gerade bei Kanbei. Diese Mission kennen wir auch noch. Dieses Mal, anstatt nur einen Weg durch die Mitte, gibt es jetzt drei Wege, die wir halten müssen. Der wichtigste davon ist der da hinten, weil da die meisten Einheiten stehen. Deswegen schicken wir dort auch zuallererst Einheiten hin. Dafür ist unser Gegner Helmut. Und Helmut, ja, wissen wir selber, der wissen wir alle selbst, der kann nix. So, jetzt gibt's einen Späher, den wir da hinterher schicken. Jetzt muss ich ein kleines bisschen sparen. Wobei ich kann hier eine Infanterie, dann geht noch. Es ist nicht so gut, den Koptern entgegenzukommen. Die mittlere Insel ist mehr oder weniger uninteressant geworden, nachdem dort jetzt keine Basen mehr stehen. Es geht hier eigentlich wirklich nur darum, dass man hier ein paar Key-Positionen hält. Und jetzt muss ich erstmal auf den Flak sparen. Ich weiß, dass ich damit jetzt meinen eigenen Späher abschießen lasse, aber es ist mir erstmal wichtiger, dass die Dinger da unten ein bisschen angeschwächt sind. Wo soll ich die jetzt reinhauen?
Ich glaube, hier ist er schon fast am besten. Sogar noch 2 HP weg. Die stehen jetzt viel zu verlockend da. Da kann man direkt noch eine reinwerfen. Diese Rakete haben wir auch noch. Wo schmeißen wir denn die jetzt rein? Hier passt noch eine rein. So. Der Kopter da hinten ist das Letzte, was mir jetzt wirklich stört da. Ansonsten muss ich jetzt nur noch die Fronten, die ich aufgebaut habe, halten. Die letzte da oben vielleicht noch einnehmen. Wirft mir da eh eine Rakete rein nächstes Mal, aber das da lässt du mal schön sein hier. Du besitzt hier keine Basis. Er zielt nur auf den Jagdpanzer. Besser hätte es ja echt nicht laufen können. So, bis er den APC da oben wegkriegt, dauert es ein bisschen. Und das ist ja mein Ziel, dass er dafür ein bisschen braucht.
So. Das hier ist jetzt sehr verlockend da hinten. Allerdings würde ich hier auch gerne eine reinwerfen. Da hinten ist es mir allerdings gerade günstiger. Damit ich die Front da hinten komplett überrennen kann. Der braucht 4 Punkte zum Besetzen. Account tun wir den dann trotzdem. Wenn ich Glück habe, kann ich mit der Infanterie der nächste Runde dort schon besetzen anfangen. Der ist auf 11. Mhm. Das habe ich mir jetzt selbst verbaut. Hm. Hätte ich vielleicht vorher schießen sollen. So kann man auch mit einem Kopter umgehen. Ihn einfach ignorieren. Bis ihm das Benzin ausgeht. Oder er sich an den Infanterieeinheiten mehr oder weniger totschießt. Ein Barbaric Blow. Oder Brute Force. Damit kriege ich 59. Wie viel kriege ich mit dem? 65. Ich nehme die 65. Reicht sowieso nicht. Egal. Dann fangen wir hier oben mal an, das Zeug zu besetzen, das ich schon ewig hätte besetzen können, es aber nicht gemacht habe, weil ich irgendwie trotzdem, weil ich andere Prioritäten gesetzt habe, sagen wir es mal so. Ah, der Rocket Launcher ist immer noch nicht ganz tot. Rücken wir mal die Infanterie weiter nach vorne. Da hinten wäre noch ein Panzer nicht schlecht. Und hier kann man auch mal so ein Ding reinwerfen. Da hinten bauen wir eine Mech und dann sind wir eigentlich fertig.